So, da sind wir wieder zu einer weiteren Runde Graveyard Keeper. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe mich noch ein bisschen informiert über verschiedene Punkte, die mich gestört oder interessiert haben, unter anderem über die Forschung und Co. Jetzt bin ich da noch mal eine ganze Ecke schlauer. Oh Gott, hier müssen wir bald schon reparieren. Das behalten wir mal bei uns, den Schädel behalten wir bei uns, den müssen wir beim nächsten Mond abliefern. So. Mich jetzt noch interessieren, habe ich den nicht erst? Ah, okay, die muss man immer wieder neu bauen. Wir haben eine. So. Sehr gut. Die können wir entnehmen. Soweit ich das mitbekommen habe, können wir aus der nämlich. Die Leiche lassen wir mal noch kurz liegen. Die wandert aber definitiv nicht auf den Friedhof. Das ist mal eins, was sicher ist. So, jetzt müssten wir hier. Ist doch nicht hier. Habe ich es noch nicht erforscht. Da. Auch. Kirchenarbeitstisch. Arbeitstisch. Achso, das ist nur normal. Okay, wir haben noch nicht den passenden Tisch. Versteht sich. Jetzt komme ich besser zurecht. Noch zwei komplexe Scharniere und Holzbretter, 4 Stück. Dann gucken wir mal danach. Achso, ich hätte eigentlich direkt ins Haus gehen können. Fällt mir gerade auf. Hier. So, ich muss ja außen rum. Stimmt, da werde ich mich echt nicht dran gewöhnen. So, davon. Zwei komplexe Scharniere. Ah, vielleicht mal halt erstmal ein normales. Schlafen nochmal, dass wir für den nächsten Tag halbwegs fit sind. Und dann machen wir uns nochmal da dran. Wieso mache ich eigentlich den. Gehe ich nicht durch den verkackten Keller zum Geier? Das ist irgendwie dämlich. Ich hab mir extra freigeräumt, den Käse hier. So. Jetzt. Da wir den da definitiv nicht neben dran packen können, weil der da mal richtig scheiße steht. Muss ich mal irgendwo noch ändern. Das fehlt mir tatsächlich noch so eine Art Umbaufunktion. Der ist größer. So, weil jetzt können wir hier definitiv Papier herstellen. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch in die Herstellung kriegen müssen, ist Tinte. Auch wenn ich nicht so genau weiß, was dafür benötigt wird. Aber gut, darum kümmern wir uns dann bei Gelegenheit, weil wir haben definitiv nicht den Glauben dafür. Fehlt uns leider Gottes gerade für so einiges. Aber was wir machen können, ist mit dem Papier. Aber warte mal, stopp. Irgendwer wollte noch Papier, das war dieser komische. Ethen,
Ah, da. 10 Papier, 1 Tinte. Also, dann machen wir das hier mal bis auf 10 runter. Wir brauchen mal Glauben, aber... All den Käse brauchen wir Glauben, ist doch ein Gott, ganz ehrlich. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Wobei, das Papier können wir eigentlich hier lagern. Das brauche ich nicht mit zurückleppen. Und dann begeben wir uns mal in die Stadt zur Taverne. Dann können wir zumindest mal die 10 Papier abgeben. Das ist ja schon mal was. Kann ich ihm das nicht geben? Naja, ich bin hohl wie die Nacht finster. Ja, Gott, Sakrament, noch eins. Ja, lass mir doch das Papier hier in der Taverne, hier in dem Keller. Super Idee. Okay, macht nicht denselben Fehler wie ich, sondern nimmt das Zeug auch mit, was ihr abgeben wollt. Ist vielleicht eine halbwegs passable Idee. Die Geschichten kann ich dann auch mal umlagern. Die kann ich ja auch unten in die Truhe packen, weil die brauche ich auch nicht in meinem Haus. Soweit ich weiß, brauchst du nämlich den Tisch, der hier unten steht, um die zu verwerten. Und ja. Eine Erweiterung der Poetenseele. Nee, es gibt nichts wirklich Poetisches an Papier. Frage, wo hast du Papier? Und Tinte. Vielleicht hast du sowas in deiner Kirche oder du fertigst sie einfach an. Körperliche Arbeit liegt mir nicht, aber ein geschickter Bursche wie du kann das bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrol... Er ist damals jeden... Und euch, naja, mich versorgt, bevor wir... Achso, das stimmt, das war die Geschichte. Ja gut, das geht jetzt akut. Ah, ich wollte noch die Bestattungsurkunde loswerden. Handeln. Die hier. So, dann machen wir mal Nutzen. Zu Hause. Ah, das hier. Und die packen wir mal nach da unten. So, damit hätten wir mal das. Eigentlich noch irgendetwas an Technologie, abgesehen vom Glas, wo ich ohne diesen verkackten Glauben freischalten kann. Und an den komme ich halt wirklich nur durch Forschung ran, die ich aktuell nicht betreiben kann, weil ich diesen Glauben erst noch für die andere Quest brauche. Und dann brauche ich ihn halt auch erstmal noch für die Tinte und die Stifte, um damit dann was schreiben zu können. Und dann brauche ich hier wegen dem Flugblatt für die Aufgabe vom Inquisitor. Ich sehe schon, das blaue Gedönse wird echt ätzend noch auf Dauer. So, ich könnte mich mal noch um die Leiche kümmern, die bei mir vor sich hin verwest.
Finde ich jetzt aber auch weniger geil, dass im Ehl seine Karotten schon wieder leer sind. Hab jetzt auch eventuell herausgefunden, wie ich an Motten rankomme. Problem an der Thematik ist, ich glaube, das kannst du nur hinten beim Leuchtturm machen. Weil man muss Blumen pflücken bei Nacht. Ah. Oder halt doch nicht. So, jetzt wird es allmählich hell. Das sind drei. Wie viele brauchen wir für den? Wo ist denn der Angler oder Leuchtturmwärter oder so? Eisenaxt. Sechs Motten brauchen wir. Okay. Ich frage mich, ob ich die Blumen irgendwem verkaufen kann. Mal die da einfach rein. So, dann ist der Käse aus dem Inventar für den Moment raus. Wir hier eigentlich irgendwas? Ah, hatte ich nicht die Technologie für die Bienenstöcke erforscht gehabt? Ja, habe ich. Was brauchen wir denn dafür? Schauen wir mal. Ich glaube, das war sogar, ich glaube, da hatte ich sogar schon mal nachgeguckt gehabt, als ich hier war. Hab's dann aber irgendwie voll verpeilt. Leeres Papier. Na klasse. Bräuchten erstmal wieder Menschen. Ah ne, gar nichts. Weil leeres Papier können wir doch. Dann noch, glaube ich, noch einen Haufen Fledermausflügel, aus denen können wir doch auch Papier herstellen, wenn ich es richtig gesehen habe. Wenn dem so ist, dann könnten wir das da mal fertig machen. Will nur gucken, wo ich die ganzen Fledermausflügel hin habe. Hier schon mal nicht. Hier. Ein leeres Papier. Gucken wir mal, ob das.
Wusste ich doch, das geht. Und damit haben wir das. Dann lassen wir aber das hier. Das hier. Dann holen wir noch zwei Komp. Waren das jetzt? Super, ich kann mir echt nichts merken, das ist unmöglich. Ich will nochmal nachgucken, was ich brauche. Ich war der Meinung nochmal zwei komplexe Scharniere auf jeden Fall. Nehmen wir einfach mal die hier. Fertigen auf jeden Fall nochmal zwei. Und ich glaube. Aber wie viele Holzplanken waren es denn? Alter, beweg dich da raus. Mal. Vier Holzplanken. Immer die mal noch herstellen. Und wenn der nächste Tag dann anbricht, dann gehen wir erstmal zum Astrologen und bringen ihm seinen Schädel. Ihm war ja anscheinend ziemlich egal, von wem oder welcher Schädel. Hier brauchen wir noch mindestens einen Baumstamm damit. Also ganz ehrlich, die Holzproduktion zu automatisieren wird mit eins meiner ersten Sachen sein, wenn das mal hier, falls das hier irgendwie geht vor allem. Wie viele Motten wollte der nochmal? Es waren doch haben die 6 Motten und ich habe 3. Okay, weil es wird gleich Nacht, dann kann ich da oben vielleicht noch Motten sammeln. Ah ja, okay. Ich sehe schon, um Bienenstöcke zu machen, bräuchten wir erstmal Bienen. Das ist 4, 5, noch eine, 6. Damit haben wir alle Motten. Können wir das nämlich auch gleich am nächsten Tag abschließen. Kann ich mich denn... Leuchtturm. Aha. Nicht gerade sauber, aber alles am richtigen Platz. Du scheinst ein Talent für Anatomie zu haben. Der menschliche Körper ist so mysteriös, vielleicht noch mehr als die Sonne und die Sterne. Ich glaube, dass du eines Tages viel über den menschlichen Körper und die Seele lernen wirst, aber auch dann noch wirst du dich absolut verloren fühlen. Da wir jetzt Komplizen sind, sag mir, was willst du von mir, mein neugieriger Freund? Hm.
Das habe ich. Ich habe viele nützliche Dinge. Vieles davon mag nützlich für einen angehenden Wissenschaftler wie dich sein. Ich kann diese Dummköpfe von der Universität nicht ausstehen. Ich verdiene mir mein Geld lieber woanders. Ein Freund hat mir erzählt, dass du vielleicht weißt, wie man das Portal auf dem Hexenhügel eröffnet. Davon habe ich noch nie gehört. Nun vielleicht nicht unbedingt noch nie, aber schon sehr lange nicht mehr. Ich hatte da mal einen Freund. Er war übrigens auch Friedhofswärter, genau wie du, und er war wie besessen von diesem Portal. Es ist unglaublich, wie viel er über dieses Portal wusste. Ich glaube, er hat einen Weg gefunden, es zu aktivieren. Es war irgendetwas Magisches. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber das sollte in seinem Tagebuch stehen. Kurz vor seinem Verschwinden gab er mir diesen Schlüssel. Er öffnet ein Tor im nördlichen Teil des Kirchenkellers. Irgendwo dort bewahrt er seine wichtigsten Notizen auf. Warum hast du diese Notizen nicht an dich genommen? Oh, ich hab's versucht, aber es gibt da einen speziellen Trick bei diesem Schlüssel. Ich habe monatelang erfolglos versucht, ihn herauszufinden. Vielleicht bilde ich mir ein, ich mir das auch nur alles ein und der Schlüssel öffnet gar nichts. Du kannst ihn jedenfalls haben. Verwende den Schreibtisch im Kirchenkeller, um herauszufinden, wie der Schlüssel funktioniert. Wenn du sein Tagebuch gefunden hast, bring es zu mir und ich werde herausfinden, was dort über das Portal geschrieben steht. Gut, dafür brauchen wir 40. Handeln. Boah, Tinte ist teuer. Nehme ein, um das zumindest mal. So, dann das zum toten Pferd. Ach, Scheibenhonig, nee. Egal. Es ist nicht nur Tinte, es ist Stift und Tinte. Oh, nee. Echt jetzt? Was ein Schwachsinn. Gut, das eine ist passables. Ich kann es zumindest verwenden, soweit ich weiß. Und wir müssen hier nochmal hin. Ich noch mal gucken, ob es auch nur Tinte gibt, aber soweit ich das gesehen habe, gerade eben war das nicht der Fall. Dann kann ich daran ja eh nichts ändern. Handeln. Doch, es gibt auch nur Tinte. Okay. Mal das hier noch mit. Jetzt bin ich aber bald am Limit. NPCs. Wo ist denn der? Vielleicht haben wir da bringe 6 Motten. Ah, da ist er ja. Ah, jetzt bist du einer von uns. Ich kaufe dir deine Fische auch ab. Wenn du Talent beweist, verkaufe ich dir auch eine bessere Angel. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Du kannst sie einfach grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälfte in Öl an. Und dann hast du Fischstäbchen. Wenn du Fisch isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fischer muss Fisch essen. So. Jetzt mit dem hier zurück zum toten Pferd. Drück mal dem da erstmal seine Tinte in die Hand. Großartig, Tinte ist das Blut dieser Poesie. Das klingt gut, ich sollte es niederschreiben. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Ich sollte meine Ode an Frau Anmut beginnen. Aber irgendwie mangelt es mir an Inspiration. Jeder Poet kennt dieses Gefühl. Sollte klein anfangen, dann kommt der Rest von alleine. Wenn du willst, kann ich etwas Simples für dich verfassen. Umsonst?
So ungefähr. Bring mir nur ein wenig Wein, um die poetischen Säfte in Schwung zu bringen, aber bitte das gute Zeug. Vergiss nicht, dass ich ein bekannter Poet bin in gewissen Kreisen. Gehen. So, damit haben wir das erledigt. Die Angel hat sich, ja, die hat sich von selbst sofort ausgerüstet. So. Dann haben wir jetzt diesen komischen Schlüssel mitsamt der Anleitung. Mit dem sollten wir durch das komische Tor kommen. Dann hat sich das mit Gary nämlich eigentlich auch erledigt, wenn's der ist. Dann schauen wir mal. Ernsthaft, dafür brauche ich zwei Glauben. Oh Herr, so komme ich nie vorwärts bei dem Thema. Habe ich gar keinen Glauben mehr. Ich will eigentlich damit den Stempel fürs Fleisch als nächstes holen. Vermutlich habe ich es hier rein. Wenn ja, war das ziemlich dumm. Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade gar keinen mehr. Habe ich den letzten? Ja, ich habe den letzten für Ding verwendet. Für den Typen am Tor. Okay. Dann muss ich so oder so bis zum nächsten Tag warten. Okay, zum Glück verbraucht er sich nicht ganz so schnell. So, dich behalte ich. Dich behalte ich. Und dem ganzen anderen Rest. Wenn ich jetzt mal hier runtergehen. Mal versuchen, eine Geschichte zu schreiben. Hoffen mal, dass ich zumindest zwei Glauben aus der Nummer diesmal rauskrieg. So. Das verbraucht sich nicht. Ah, das ist natürlich äußerst praktisch. Okay. Brauche ich nur immer weiteres Papier. Das ist auch mal gut zu wissen. Ah doch, es verbraucht sich aber sehr langsam, okay. Nee, gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, jetzt gehen wir mal an den Fluss ran. Ich glaube, da müsste es einen Angelplatz auch von der Seite geben. Dann angeln wir mal. Ah, nee, das war nur der komische Sand, den ich nicht holen kann.
Kann ich das Ding eigentlich? Ja, ich will es ja nicht ausrüsten, ich will es ja nur umplatzieren eigentlich. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das war erstmal egal. Das ist mir jetzt auch erstmal wurscht. Das ist egal, das ist egal. Das hier ist jetzt erstmal wichtig. Und dann war das hier noch sehr wichtig. Abbruch. Da Schleifsteine nicht hergestellt werden können. Ich muss ein bisschen mehr sammeln, dann kann ich das hier noch oder das hier. Ah, ich wollte noch in der Kirche unten drin was gucken, genau, nachdem ich jetzt Tinte herstellen kann. Tinte, regelförmiges Glas, Wasser, Schwarzfarbe. Dafür brauche ich doch diesen Kumpel, brauche ich doch sicherlich irgendwie so einen Alchemietisch oder so. Ich den jetzt wieder her. Ich nehme an, auch hier. Durch zwei Papierpresse. Ah, keine Ahnung, wo ich den Kram jetzt wieder herbekomme. Fluchblatt, ah hier. Ehrliches Gebet. Ach du Scheiße. Okay. Guck mal, hier ist es leichter, das Zeug zu kaufen. Am Ende, statt es selber herzustellen. Was brauche ich denn für Kirchenbänke? Holzplanke und. Okay. Nägel. Der muss ich jetzt erstmal kurz quatschen. Da du jetzt Geistlicher bist, solltest du an unserer teilnehmen. Ich habe in der Nähe der Kathedrale eine Suppenküche für die Armen eröffnet. Das hilft mir dabei, mein Image zu verbessern. Wenn du in der Pöbel hungrig ist, passt ein tadelloses Aussehen nicht ganz ins Bild, haha. Deswegen brauche ich eine Menge billiger Schüsseln und du scheinst Lehmablagerung vor deiner Kirche zu haben. Mach mir ein paar Schüsseln und ich gebe dir Leitfaden für Geistliche. Der hilft dir mit ein paar für den Anfang. Ich kaufe dir auch gerne Brot für die Suppen zum Kirchenkaufpreis, versteht sich. Flüchtiges Gebet. Wieso kann ich die aber alle nicht kaufen, die interessant wären? Ah. Jetzt würde es mich aber interessieren, also jetzt kann ich anscheinend diesen Sand da holen. Achso, das Gebet noch machen, fällt mir gerade ein. Das ist ja möglich jetzt. Ah, hierhin.
Ja, das ist das Übliche. Im Ernst jetzt? Eins, na toll. So komme ich echt nicht vorwärts, ganz ehrlich. Ich müsste mal dieses gescheite Gebet herstellen. Aber dafür brauche ich halt ein Kapitel und für ein Kapitel brauche ich mindestens noch eins davon. Dafür bräuchte ich. Ah, mit dem Flusssand müsste ich aus den paar Büchern noch was herstellen können. Achso, ich wollte ja noch gucken wegen den Schalen, die der Typ will. Ah, kann noch Papier herstellen. Kann ich hier auch die komischen. War ja klar. Nichts höherwertiges, nee. Dann fertigen wir mal. So, und damit müssen wir jetzt. Ach so, nee, ey, echt, komm doch. Nicht kein Glauben anders da generieren, das dauert ja ewig. Guck mal gerade kurz nach. Ob es noch irgendeine mögliche. Glaube, okay, das ist jetzt irgendwie wenig hilfreich. Außer, dass ich oben die Kirche ausbauen soll. Brauche ich noch fünf Glauben, dann könnte ich diesen komischen Beichtstuhl zumindest mal im Bauplan mit aufnehmen. Dann stellen wir hier einfach nochmal eine Notiz her. Damit müsste ich zumindest noch eine kommen. Ah, damit habe ich jetzt definitiv genug. Dann die Technologie. Und dann holen wir jetzt diesen Beichtstuhl in der Hoffnung, dass das jetzt wirklich was bringt. Und die da rein, so wie das. So, jetzt gehen wir mal hoch. Den Beichtstuhl. Komplett. Alter, ist der teuer. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal holen 12 Holzplanken und noch, also noch ein paar Eisenstücke und definitiv noch wesentlich mehr Holzplanken. Aber jetzt zweifle ich, dass das heute noch reicht für alles. Holzplanken. Müssen wir mal gleich gucken. Was kostet nämlich eine? Vier davon. Okay, also brauchen wir mindestens noch einen Baum. Da ich mit der in der Taverne immer noch nicht reden kann, in Ermangelung meines Problems mit dem Glauben. Ja. Der hier läuft. Was ist denn das? Wie funktioniert der bei?
Ach nein. Welche Qualität? Ah, okay, ist zwar ziemlich random, aber dann bauen wir halt mal ein. Super. Eine Sache, die ich definitiv nicht gebrauchen kann, war das. Muss mal echt die größeren Bäume hier noch freischalten. Wo ging das? Ah, hier. Machen wir jetzt erstmal einen Beistuhl, das war das Wichtigste, weil das zufälligen Glauben und auch zufällige Geschichten gibt. So. Mit einem sind wir bei 10, damit andere Seite. Sollten wir genug haben. Alter, frisst das. War ja irgendwie klar. Füllen wir mal im Eilverfahren auf, zumal wir ja auch noch die Bänke herstellen wollen. Sollte man dem Esel auch demnächst mal wieder was zu tun geben. So, dann 12 Holzplanken und 8 Nägel. 12 Holzplanken und 8 Nägel. Was haben wir hier noch? Aber mindestens 2. Ja. Das reicht never. Oh, doch, gerade so.
Einmal Nägel. Falls ihr irgendwer zuschaut, also ich spiele aktuell sehr oft und auch vor allem aktuell sehr oft das Spiel, gerne ein Follow da lassen, dann kriegt ihr immer mit, wenn ich am Spielen bin. Genau. Und ihr könnt auch gerne in den Chat schreiben, falls irgendwer zuschauen sollte. Auch später auf YouTube. Dann, ich unterhalte mich eigentlich in der Regel sehr gern. Sofern es jemand möchte. So. Für Tipps bin ich sowieso, über Tipps bin ich sowieso froh. Also, wenn irgendwer welche hat. Immer raus damit. Abgesehen davon, dass ich jetzt glaube ich gerade viel zu selten, viel zu wenig Geld mache und mich eigentlich auch noch darum kümmern sollte. Dessen bin ich mir ja bewusst. Aber hab da gerade nicht so viele Optionen. So. Mal gucken. Ah, stimmt, da war doch noch was. Hier, warte mal, wie war denn das? Apfelbaumsetzling, brauche ich noch einen. Gehen wir mal zu dem Typen. Hier unten zu dem Farmer. Der kauft mir zum einen mal den anderen Kram ab. Wäre mir natürlich noch lieber, wenn ich... Naja. Ah, toll, Getreide kauft der Typ gar nicht. Sehr schön. Wofür waren sich dann Weizen an zum Geier? Vier davon. Und acht davon. Das ist zu viel. Vier davon. Da bist du nutzlos. Hä, was mache ich denn mit dem Käse? Fertigt ein Zombie-Farm, aha. Nicht das, sondern das. So.
Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ah, was mir gerade einfällt. Wir könnten mal die Seite wechseln und uns mal beim Angeln versuchen. Vielleicht kann man darüber ja wenigstens ein bisschen was an Geld machen. Es wäre zumindest sehr nützlich, wenn dem so wäre. Ah, und mal für den Schwedel habe ich doch auch noch. Ja, eine Flasche. Besorge einen Krug Bier und etwas Sand vom Fluss. Au. Wow. Okay, da kriegt man mehr raus, als ich erwartet hatte. Keine Ahnung, wie das geht. Ich dachte, ich muss irgendwie drücken, wenn es runtertippt, aber anscheinend ja nicht. Ja, man muss es einholen. Hä? Das kann doch nicht die Nummer hier sein. Ah. Okay. Ich hatte es einfach nur nicht drauf. So, jetzt gehen wir mal zurück, holen noch das Bier und kümmern uns mal noch um Gary. Mal gucken, was die Fische dann am nächsten Tag so wert sind. Hier irgendwie eine Truhe? Nee. Da habe ich es auch nicht drin. Da nicht. Ah, da. Bist du bereit zu strahlen wie ein Diamant? Wenn ich sauber bin, werde ich so cool aussehen. Sollte ich Angst haben, dass mich jemand mitnehmen will? Es ist niemand da, Gary. Du wirkst heute irgendwie nervös. Ach was, ich habe nur viel zu tun. Dann fangen wir mal an. Vorsichtig mit meinen Nasenhöhlen, die
ist ein bisschen sensibel. Was immer du sagst, Gary. Hehehe. Ja, gut, okay. Ah, das war die richtige Schere. Wie das duftet. Ich muss schon sagen, du hast ganz schön weiche Hände. Danke. Genieße deine Sauberkeit. Ah, das ist der Schlüssel, den der Typ da will. Okay. Nein, ich war kurz davor, ein Nickerchen zu machen. Hat ein wenig gedauert, diesen Schlüssel zu finden. Gib schon her. Also hast du ein Schlüsselloch gefunden? Aber sicher, war ein Kinderspiel. Ja. Okay. WTF? Oh Mann, was für ein Chaos, was ist hier nur passiert? Die ganzen Werkbänke sind total hinüber. Ein Haufen kaputter Bier- und Weinflaschen. Was soll ich jetzt nur machen? Was ist hier nur passiert? Nun, jetzt sind wir hier. Vielleicht kannst du mir jetzt erklären, was hier vor sich geht. Ich habe wohl keine Wahl. Hör zu, wie ich bereits sagte, stecke ich in Schwierigkeiten. Ich bin nämlich auf der Flucht. Ich habe ein klitzekleines Verbrechen begangen. Ein Verbrechen? Ach, mich, mach dir keine Gedanken. Deswegen, ich habe niemanden verletzt oder getötet. Das Leben in der Stadt ist heutzutage ganz schön schwierig, ganz besonders für bestimmte Kriminelle. Ich musste mein eigenes Geld stehlen, um auf dem Schwarzmarkt ein Wärterbuch zu kaufen. Um es kurz zu machen, um zu fliehen und meine Spuren zu verwischen, habe ich so getan, als wäre ich eine Leiche und habe ganz lange gewartet. Finde Marybane heraus, aha. Warum hast du dich entschlossen, aus der Stadt zu fliehen? Eigentlich wollte ich niemals weglaufen, aber so ist es nun mal. Ich hatte nicht erwartet, dass der Bischof so ein Schurke ist. Was, der Bischof ein Schurke? Er hat mich um eine Menge Geld betrogen. Ich musste fast alles verkaufen, was ich besaß. Der Bischof versprach, gegen eine Ablasszahlung meine Seele während des Gottesdienstes von der Sünde zu befreien. Alles, was ich bekommen habe, war ein schrottiges Gebet, oh, und die Versicherung, dass Gott mir natürlich vergibt. Deine Seele von der Sünde befreien. Ja, weißt du, ich hatte genug von meinem Spießerleben. Ich fing schon an, nachts von Formularen und Gesichtern zu träumen. So viele Tavernen, so viele Prügeleien und Bordelle und natürlich langweilige Tage im Gericht, endloses Gebrülle, Einsprüche und Prügeleien, immer wieder Prügeleien. Irgendwann hatte ich die Schnauze einfach voll. Wir alle müssen mit unseren Sünden leben. Das bringt man uns doch bei, oder? Jedenfalls dachte ich, dass... Aber was wäre, wenn man sich von der Sünde befreien könnte? Tief durchatmen und schon ist man frei. Wie bist du dazu gekommen, in der Stadt zu leben? Eines regnerischen Abends hat mich ein Richter zu sich nach Hause genommen, ein nasses und hungriges Waisenkind. Dank ihm hatte ich ein Dach über dem Kopf und immer was zu futtern. Er hatte nur eine Bedingung, dass ich sein Assistent werde. Der Richter hat eine alte Dienstmagd, sie war sehr belesen. Sie hat mir das Lesen und Schreiben beigebracht. So habe ich also angefangen, mich monotoner Büroarbeit und allen möglichen Leuten herumzuschlagen. Also mit. Deswegen bist du hier. Ja, ich konnte ein Wärterbuch auf dem Schwarzmarkt auftreiben. Um daran zu kommen, musste ich mir all mein Geld von diesem Scharlatan wiederholen. Ich finde das schon irgendwie komisch, dass du nichts über dieses Buch weißt, aber was soll's. Nun, ich bin der einzige Wärter. Oh, ich verstehe, deswegen siehst du so verloren aus. In diesem Buch befindet sich eine genaue Anleitung, eine Seele von ihren Sünden zu heilen. Wie soll das gehen? Ich verstehe nicht. Mit Hilfe dieser kaputten Werkbänke. Da steht außerdem etwas darüber, wie man eine lebende Seele heilt. Aber verdammt, einige Seiten wurden herausgerissen. Heutzutage kann man niemandem mehr trauen. Vielleicht kommen wir ja von alleine darauf. Oh, geniale Idee. Dieser Raum und sein Inhalt sind dein und im Gegenzug hilfst du mir, das kleine Problemchen zu lösen. Abgemacht? Ja, klar. Ich muss mal ganz kurz... Was wirst du als nächstes machen? Ich weiß noch nicht. Ich werde wohl erst einmal eine Weile hier bleiben müssen. Vermutlich suchen sie noch nach mir. Siehst du diese Tür? Ja. Das ist ein kleines Zimmer, dort bleibe ich, um dir nicht in die Quere zu kommen. Mach dir keine Sorgen, hier wird dich niemand finden. Toll.
Moment, was soll ich denn überhaupt machen? Oh, schau, da steht, dass es eine Werkbank mit ein paar Bauplänen gibt. Du musst diese Unordnung ohnehin beseitigen. Wenn ich dieses Buch richtig verstehe, dann sind Wärter hochintelligente Individuen. Bin mir sicher, du wirst schon wissen, was zu tun ist. Was ist das? Hey, Eurik, was du. Weißt du, was das hier ist? Ich habe keine Ahnung. Mal sehen, ob im Buch was über eine Kiste steht. Also, da steht nicht viel, nur ein doppelt unterstrichener Satz, dass man die nur ja nicht anfassen soll. Aber das macht mich nur noch neugieriger. Vielleicht sollten wir sie wirklich nicht anfassen. Bisher konnte man sich ja auf das Buch verlassen. Ach komm schon, was soll denn da schon passieren? Keine Ahnung, vielleicht ist sie mit giftigen Sporen befüllt. Ha, eher mit ein paar schmutziger alter Socken. Das ist die größte Gefahr, die von dieser Kiste ausgeht. Interessant. Komme da nicht weiter. Vielleicht sollten wir das mit dem Werkzeug versuchen. Ach was, das klappt auch so. Sieht so aus, als hättest du es geschafft. Was zum Teufel bist du? Die Frage könnte ich dir auch stellen. Was zum Teufel bist du? Ich bin der Friedhofswärter und das hier ist Eurik aus der Stadt, ehemals aus der Stadt, meine ich. Und du bist? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe nicht einmal einen Namen. Ich wurde in diesem Kerker geboren. Ein Friedhofswärter mit einem Schnurrbart hat dabei geholfen. Wenn du keinen Namen hast, dann sollten wir dir einen geben. Nennen wir ihn doch Ripo. Eurik, denk doch mal nach. Willst du das immer sagen müssen? War doch nur Spaß. Na gut, überlegen wir uns etwas Einfaches. Wie wäre es mit, ha, genau, ich mag dein Gesicht. Also nennen wir dich Lächler. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Das gefällt mir, es klingt lustig. Nehme an, du steckst schon eine ganze Weile in dieser Kiste. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Ich weiß nicht, definitiv mehr als ein paar Jahre. Sieht so aus. In Ordnung, war schön, dich kennenzulernen, Lächler. Ich gehe dann mal, ich habe einiges zu tun. Blaupause, Seelenbehändler und Werkbank. Ah ja, was können wir hier? Heilen von Stolz. Handwerkskontrolle. Ah, neue Gräber. Seelenbehälter, Seelenextraktor, Krematorium, Seelenempfänger. Heilen von Zorn, Heilen von Völlerei. Ah, das zielt wohl sehr auf die Todsünden ab. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock da, hier ewig rumzumachen. Okay, die Dinger sind aber wohl recht einfach zu reparieren. So, damit ist das mit Gary erledigt. Ich wollte am nächsten Tag noch nach zum Typen, zu dem Angler halt. Nutzen Leuchtturm. Nein. Wollte noch mehr Äpfel sammeln. Scheint es wohl aber in der Nähe keine Angelstelle zu geben, so wie es aussieht. Gut, die Äpfel haben wir dann schon mal für den Esel. Auch wenn ich eigentlich bevorzugt lieber selbst welche anbauen würde.
Und ich auch nicht so ganz verstehe, warum es beim Angler keine Angelstelle gibt. Es macht halt mal eigentlich so 0,0 Sinn. Komm raus, wer auch immer du bist. Das Gute ist aber, mit der einfachen Angel kann ich zumindest Geld verdienen, selbst wenn die Werkzeuge im Eimer sein sollten. Wäre es zwar lieber, wenn ich so einen Apfelbaum hätte oder so, der immer ohne ständig nachpflanzen zu müssen, Früchte trägt, aber gut, okay, kann man vielleicht nicht unbedingt beeinflussen. Kommt der auch mal raus? Handeln. Ah ja, okay, den nimmt er, die Bresche nimmt er schon gar nicht erst an und das hier bringt 5. Ach du Scheiße, wie armselig ist denn das bitte? Ah, mal. Das ist wohl in der wo die Sümpfe dann. Gehen wir vielleicht mal dahin. Ich habe halt immer noch keine Ahnung, wo ich die komischen Lehmschüsseln herstellen soll zum Geier. So, gucken wir mal. Da wir ja hier anscheinend noch nicht alles entdeckt haben. Okay, sehr schwierig hier voranzukommen. Muss ich ehrlich gestehen. Sag mal, komme ich hier irgendwo überhaupt nach links? Ah, hier. Vielleicht weiter drüben irgendwie runter. Da geht's nicht, da geht's auch nicht. Auch nicht. Hä? Wie zum Henker? Soll ich denn hier überhaupt vorankommen? Was zum Teufel? Wie soll denn das funktionieren, bitte? Wie komme ich durch diesen scheiß Sumpf? Google mal. Okay, wenig hilfreich. Vielleicht muss ich ja hier einfach nur weit noch weiter. Mal gucken. Und da geht es auf jeden Fall einmal hoch.
Okay, ich sehe schon, hier geht's einfach nicht durch. Seltsames Zeug. Muss ich da drüben irgendwo noch lang? Oder runter oder so? Sieht eher schlecht aus. Hä? Aber ich kapiere es nicht. Okay, also ich komme da definitiv und absolut nicht hin. Keine Ahnung, keine Chance. Wüsste nicht, wie ich da rankommen soll. Also an dieses Schild meine ich, wo man was bauen kann. Hey, da ist doch aber irgendwas. Wie komme ich denn da rein? Das können wir dann zumindest mal morgen beim Schmied verhökern. Was war das? Eine Leiche kann es ja eigentlich nicht sein. Im Raul habe ich keine Möhre gegeben. Ich habe jetzt aber auch nichts aufpoppen sehen an Symbolen oder so. War das jetzt vielleicht dieser neue Gebetsstuhl? Auch nicht. Zumindest nicht. Ja, dann raus. Was zum Teufel ist jetzt. Hä? Keine Ahnung, was das war. Naja, ist ja auch wurscht. Achso. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Apropos, der wollte ja auch noch eine Eisenachse, könnte ich immer bei Gelegenheit auch noch herstellen. Handeln. So. Damit habe ich jetzt erstmal wieder ein bisschen aufgefüllt. Was wollte der jetzt eigentlich haben? Ne, das bin ich. Kaufmann, das sind die. Hä? Wo ist denn der Schmied? Ah, hier. Ach, das war der Holzfäller, der eine Eisenachse wollte. Was wollte der Astrologe nochmal? Achso, dass ich das Tagebuch hol, stimmt. Oh, ich will die komischen Flyer. Weil die wollte doch der hier, 10 Flugblätter. Brauchen wir noch einmal leeres Papier.
Hatte ich die nicht hier rein? Nee. Sand und die verkohlten Bücher. So, gehen wir den Kram mal holen. Weil dann machen wir noch dem seine Flugblätter gleich fertig. Haben wir das zumindest mal erledigt. Ich hoffe, ich kann direkt zum Hügel mich teleportieren mit dem Stein. Ne, das war hier. Ist der jetzt ernsthaft verbraucht? Oh, fuck. Allmählich geht's mir auf den Sack. Nee. Nee, möchte definitiv nichts erforschen, was mir Glauben raubt. Als hätte ich davon zu viel. Müssen wir beim Astrologen, aber der ist ja zum Glück am nächsten Tag wieder da. Aber eins ist schon mal sicher. Mit dem Angeln macht man jetzt vielleicht nicht gerade das Geschäft des Jahrhunderts. Die kann man behalten. Es kann darüber. Die können darüber. Das kann erstmal so bleiben. Ich wüsste halt immer noch gern, wann, also ob es da ein Signal für gibt, wenn irgendwer beichten möchte. Was treibt denn der sich da draußen rum? Handeln. Wäre halt schon schön, wenn es einfach irgendeinen gibt, der immer da wäre und einem auch wirklich alles abnehmen würde. Also so ist es halt immer eine Hin- und Her-Dapperei von Händler zu Händler zu Händler. Aber ich habe gefühlt im Spielfortschritt gerade überhaupt, ist es extrem stagniert.
Wo bleibt denn der Angler? Wenn er da war, will ich nochmal in diesen komischen Sumpf da rein. Kann ja nicht sein, dass das nicht geht. Och ja, komm doch raus. Ah, na endlich. Ich muss kurz gucken. Nee, kann ich ihm trotzdem nicht verkaufen. Okay. So, jetzt versuchen wir das Ganze noch einmal. Ach stimmt, ich muss ja noch dieses, ist das hier dieses Schluckaufgras? Ja, wie viel brauchen der? Händler, Kaufmann, Kaufmann, Pengel. Ah, eins wohl. Sieht doch schon mal, läuft doch schon mal wesentlich besser als vorhin. Aber ist halt auch mal so eine richtig beschissene Strecke, ganz ehrlich. Okay, das mache ich definitiv nur noch einmal. Bei Holzplanken. Nägel und Holzscheite. Was ist das? Hinfort mit dir, böser Geist. Ich bin kein Geist, ich bin der Friedhofswärter. Bist du dir sicher, dass du echt bist? Nicht 100%, aber ziemlich sicher. Und wer bist du? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich versuche schon seit einigen Wochen die Antwort zu finden und ich habe ein paar Theorien. Sehe ich eher aus wie eine Hexe oder wie eine Märchenprinzessin. Was meinst du? Toll, dann kannst du ja mein Prinz sein. Na super. Nein, ich bin doch kein Prinz. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin nur mit dieser Notiz in meiner Hand aufgewacht. Falls du dein Gedächtnis verlierst, koche den Weihrauch und die Biene im Kessel. Trink das. Die Zutaten sollten schon im Kessel sein. Viel Glück wünscht dir du aus der Vergangenheit. Und hast du es versucht? Siehst du hier vielleicht irgendeinen Kessel rumliegen? Nein. Ich auch nicht. Ich habe also zwei Optionen. Entweder machst du mir diesen Trank, sollte nicht zu schwierig sein, oder du bringst mir einen neuen Kessel und besorgst mir die Zutaten. Wo finde ich denn einen Kessel? Oh, ich brauche einen großen Kessel. Ein guter Schmied weiß bestimmt, wie man einen anfertigt. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Vielleicht werde ich dann sogar deine Prinzessin. Mir fällt dann noch eine dritte Option ein: Weglaufen und nie zurückkehren. Ah, okay. Moin, mein Vogelfreund hat mir erzählt, dass du einen Garten hast. Stimmt das? Ja, ich pflanze Getreide an. Bist du interessiert daran, einer alten Frau zu helfen? Ich mache hier ja nichts anderes als zu helfen. Was brauchst du? Kürbis. Einen silbernen Kürbis, dann bringe ich dir bei, wie man Kürbissuppe macht. Okay. Halleluja, wie viel. Achso, warte mal. Nee, wir laufen jetzt die Strecke nicht komplett wieder außen rum zu Hause. So, warte mal. Ich habe mir notiert, was wir brauchen.
um die Brücke herzustellen, weil ich laufe da garantiert nicht allzu oft noch einmal drüber. Wir brauchen erstmal Holz. Davon nicht, das nicht zu knapp. Oh, du und deine Scheiß-Dreckspilze, ganz ehrlich, so zerstören, das ist mal Punkt 1. Schauen wir mal. Ah, oh, shit, das reicht never. Brauchen mindestens drei Bäume. Würde ich zumindest behaupten. So, dann Balken. Mal gleich 12, weil die brauchen wir ja auch für die Planken. So, dann brauchen wir 3 Planken. 10 Nägel. Wenn wir den ganzen Kram haben, können wir nämlich die Brücke reparieren. Gott gereicht. Gehen wir mal hier erstmal pennen. Und dann in die Kirche. Erledigen wir die Sachen in der Kirche. In der Hoffnung, dass wir diesmal wieder einen Glauben mindestens kriegen, um dieses verkackte Tor zu öffnen. Wäre zumindest mal irgendwas. Ich wüsste aber immer noch gern, was da letztens gebimmelt hat. Das klang. Es wäre. Müsste ich irgendwo hinkommen, aber. Gefühlt hat sich nichts getan. Achso, stimmt, ich muss aus dem Keller das Gebet holen. Ja. Unsere Kirche ist klasse, das ist das Übliche. Es ist doch mal zumindest etwas. Damit können wir jetzt auf jeden Fall mal den Schlüssel herstellen. Falsches Ding. Hä? Doch richtiges Ding? Nee. Was ist denn der hier? Ah ja, genau so war das. Untersuchen. Oh, hä? Ich hab doch den Sch Wetterschlüssel aktiv. Im PC ist. Irre den Schlüssel. Gut. Wenn ich hier jetzt gerade nicht weiterkomme, jetzt da rein. Das hier auch da rein. Das ist mal eins, was sicher ist. Und mal, ob der scheiß Elf hier mal endlich auftaucht. Wäre ja schon nicht schlecht. Kann ich mich hiermit? Okay, war ja irgendwie klar. Wäre ja auch zu einfach, wenn ich mich damit zur Hexe teleportieren könnte. Ich dachte jetzt gerade, da wäre offen, Alter.
Naja, gut, dann gehen wir jetzt mal. Nochmal in den Sumpf, in der Hoffnung, dass wir diesmal auch wirklich alles dabei haben. Wobei, was heißt Hoffnung? Mal gucken, ob wir jetzt einen Weg diesmal auf Anhieb finden, ohne es durch Glück zu schaffen. Ah, meine Fußspuren sind noch da, das ist ganz praktisch. Macht die Sache tatsächlich immens einfacher. Ja. Das ist ein Case hier. Also mein Typ ist auch echt die arme Sau vom Dienst, ohne Scheiß. So, dann haben wir uns nämlich da auch mal endlich drum gekümmert. Dass der nicht außen rum muss, da habe ich definitiv nicht allzu oft Lust zu. Der komische Elf ist immer noch nicht aufgetaucht. Der da unten interessiert mich jetzt gerade echt nicht. Wann kommt denn jetzt nochmal der Kaufmann? Der kommt an dem Tag. Okay. Ah, fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben doch jetzt was Neues bekommen. Das ist doch garantiert auch für hier unten. Das ist doch alles mit Wissenschaft, was hier läuft. Oh ja, klar. Alchemietisch. Dafür brauchen wir mal Glas. Alchemiemühle, wir brauchen polierten Stein. Ach du Schande. Handmischer. Das ist das Einzige, was wir so schon machen können. Na klasse. Technologie. Es ist mir egal. Hier würde mich nur das hier reizen gerade. Oder das. Beides habe ich aber zu wenig. Da müsste ich erstmal nach da kommen. Ah. Das bringt mich nicht weiter, das bringt mich auch nicht weiter. Das sieht mich gerade tatsächlich relativ wenig. Die Lager bringt mir nichts. Bringt halt alles nicht so richtig. Was kostet denn noch so ein Beistuhl? 4 und 12. 12 Holzplanken und 4 komplexe Eisenstücke. Da machen wir doch mal noch den zweiten.
ich auch sagen muss, der Beistuhl hat sich bisher nur insofern rentiert, dass er dieses Glaubenszeug hinzugefügt hat, was, soweit ich weiß, für mehr ja, Glauben bei den Predigten sorgt. Ah, da kriegt man überhaupt keine Benachrichtigung, verstehe. Ah, das muss jetzt kurz warten. Dann können wir. Ah, ne, wir haben erst vier. Dachte, ich hätte die fünf zusammen gehabt damit. Schade, schade. Was wir machen könnten, genau, was ich damit anstellen soll, das kommt jetzt weg. Mal, jetzt muss ich nachdenken. Ich habe das, das und das. Ich brauche eigentlich nur Papier. Papier kriege ich aus zwei Quellen von den Fledermausflügel, in den alten Büchern, na komm, gib mir dem scheiß Esel mal wieder Karotten. So. Bereiten wir aber auch gleich noch das Zeug vor, dass wir Verbrennungen durchführen können, genug. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wo waren das jetzt? Irgendwas haben wir doch so. Ich glaube, das war das. Was? Braucht man Ofen 2? Na, ganz tolle Nuss. Ah, da habe ich ja Bock zu. Ah, genau, ich wollte noch gucken, dass ich die großen Bäume fällen kann. Und mit 20 Glauben.
Ah. Toll. Jetzt habe ich es zusammen. Klasse. Bissle früher wäre halt schon gut gewesen. Mal dafür brauche ich ein Wein und 10 leeres Papier. Und 2 davon, alter Schwede. Schmeckt irgendwie komisch, jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Warte kurz, ich beiße mal schnell vom würzigen Keks, den ich dabei habe, ab. Nu, vollkommen geschmacklos, ich spüre überhaupt nichts. Was hast du mir da gegeben? Nur wonach du gefragt hast, Schluck auf Gras. Oh mein Gott, es ist passiert, das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorhergesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Wer hat dir das gesagt? Eine alte Wahrsagerin, ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machten an einer Oase Halt und da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr und jetzt auch das noch. Tut mir echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Nein. Der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Kloto noch am Leben wäre, sie war schon ziemlich alt, als ich jung war. Wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Du solltest sie in der Mitte des westlichen Sumpfes aufsuchen. Sag ihr, dass der Händler und Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Hilfe braucht. Daran erinnert sie sich bestimmt. Du warst mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester. Darüber will ich gerade nicht reden. Ich zähle auf dich, mein Freund. Heile meinen Fluch. Ich schaue mal, was ich tun kann. Ach shit, warum gehe ich denn eigentlich hier rein? So, jetzt schauen wir mal, nachdem wir das haben. Jetzt haben wir noch 2 Scharniere und 6 Holzplanken. Können wir zumindest mal das herstellen. Machen das jetzt einfach? Das waren, glaube ich. Einen Baum brauche ich. Boah, ist er hier ständig aufgetaucht, der Penner. Landmischer. Ist er nicht so scheiße platziert?
Kann man. Ach, Scheiß drauf. Sollte es eine Leiche sein, werde ich es eh gleich merken. Der brauche ich eigentlich eh nur die Haut und das Fett. Danach wird sie verbrannt. Alter, ich sollte da vielleicht zuerst reinschauen. Okay. Wir können da erstmal warten. Hier ist der Schlüssel. Endlich einen Schritt weiter in Ordnung. Geh du vor. Die werden schon sehen, wer nutzlos ist. Ich werde ihnen ihr blödes Grinsen schon noch vom Gesicht hauen. Und von wem redest du da? Ich rede von allen. Alle, die in dieser verfluchten Stadt leben. Alle, die denken, sie seien besser als ich. Nur weil sie alles haben und ich nicht. Komischer Kerl. Oh, ich glaube, da ist. Und. Ach, ich suche. Was ist denn jetzt passiert? Oh, was ist gerade passiert? Ich glaube, ich bin noch am Leben und wieder zurück zu Hause. Unter diesen Umständen ist das nicht unbedingt gut. Ich muss zurückkehren und dieses Tagebuch besorgen. Ja, ach nee, aber was zum Teufel war das? Und wow, Mann, wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich bin einfach zurück zu meiner Hütte gegangen. Na toll, daran sollte ich mich langsam gewöhnen. Solche Dinge passieren mir ja ständig. Du bist so ein nutzloser Idiot, obwohl du sterblich bist. Das ist echt nicht fair. Ich hasse dich. Wie bitte? Ich hasse dich. Lass mich das kurz aufschreiben. Friedhofswärter kann nicht sterben. Ich könnte eine Hilfe gebrauchen. Wenn du deine unsterblichen Hintern hierhin geschafft hast, habe ich entschieden, dass ich in diesem Kerker nicht sterben will. Wie kann ich helfen? Ich habe meine Quellen, deshalb weiß ich immer, wo ich die Dinge, die ich brauche, finden kann. Und an diesem Punkt meines Racheplans befinden sich viele Dinge, die ich brauche, in diesem Keller. Zunächst brauche ich einen Eimer voller Blut und fünf blutige Nägel. Du solltest sie in den ersten Ebenen finden, dort, wo die Heiden gefoltert wurden. Der ist gleich hier, den gab es schon lange bevor die Kirche gebaut wurde und niemand weiß, wie tief er ist. Vor der uralten Abmachung nagelten sie Ketzer an die Wand und verbrannten ihre Beine. Klingt so, als stöhnt da jemand um Hilfe. Bist du da? Vielleicht auch nicht. Dieser Ort verbirgt viele Dinge, ist mir eigentlich egal, es sei denn, es hat mit meinem Plan zu tun. Ich sollte mal nachsehen. Heiliges Kanonenrohr. Tatsächlich, was für eine nette Überraschung. Ich freue mich endlich mal wieder jemanden zu sehen. Bist du am Leben? Brauchst du Hilfe? Sagen wir mal, ich bin bei Bewusstsein und ich freue mich sehr über dein Hilfsangebot. Mein Name ist Gunther. Da sollte rechts irgendwo ein Hebel sein. Hab ihn. Toll, ich bin verwundert, dass der noch funktioniert. Würdest du mich jetzt bitte ein paar Mal mit deinem Schwert schlagen? Oh, das tut gut. Na super. Das erste Gefühl nach so langen Jahren. Jetzt beantworte ich deine Fragen gern.
Wie gesagt, ich bin Gunther. Bist du tot? Komplizierte Frage. Ich selbst würde mich eine transitorische Person nennen. Aber allgemein nennt man uns Untote. Wissenschaft und ein wenig Magie, der alte Meister hat mich gemacht. Nun ja, eigentlich hat er viele von uns gemacht. Arbeiten meine Brüder noch auf dem Friedhof? Nein, ich glaube, es gibt nur noch dich. Übrigens bin ich der neue Friedhofswärter. Oh, dann mach mir ein paar Brüder, sie werden dir eine große Hilfe sein. Wie kann, können deine, sind, wie mache ich andere? Oh, das ist einfach. Du findest die Blauhausen für einen Wiederbelebungstisch auf dem Regal zu deiner Linken. Irgendwo sollten hier auch noch ein paar Flaschen mit den Hauptzutaten für die Wiederbelebung rumliegen. Kannst immer mehr am Alchemietisch machen. Kennst du das Rezept? Nun, die zweite Zutat ist Blut. Bin mir ja nicht ganz sicher, was die erste war. Irgendein Pulver, glaube ich. Oh, die können einfach Aufgaben für dich erledigen. Wenn du ihnen die richtige Ausrüstung gibst, können sie Ressourcen für dich sammeln und sie sogar transportieren. Welche Ausrüstung? Ich glaube, er ist irgendwo unter dem Felsen auf dem Weg zum Wald vergraben. Du kannst ihn ausgraben und dir seine Ausrüstung anschauen. Leider nicht, ich bin einzigartig. Irgendwas ist falsch gelaufen, ich bin zu schlau. Deshalb hat mich der alte Meister hier angekettet. Ich habe nicht dazu gepasst. Oh, in meiner derzeitigen Lage fühle ich nichts. Zunächst war das wie ein Albtraum, aber dann fand ich heraus, dass ich noch immer Schmerz empfinden kann. Fühlt sich nicht wie Schmerz an, eher wie eine sanfte Prise, aber das ist alles, was ich habe. Ich kann dich schon nochmal schlagen, wenn du willst. Das ist nett von dir, vielleicht später. Nach so vielen Jahren waren deine Schläge wahrlich ein Vergnügen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis ich wieder ein solches Vergnügen verspüren kann. Und ich habe noch ein wenig Fleisch auf den Knochen. Es wäre zu schade, sie zu vergeuden. Was ist hier unten? Ah. Okay, das war jetzt ein Zombie. So, was mache ich jetzt hiermit? Ah, ich gucke mir erstmal hier an, was ich bauen kann. Schädel. Ah, Schädelsäule. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir für. Achso, mal den Wiederbelebungstisch brauche ich, glaube ich, woanders da. Alchemische Werkbank, okay. Alchemietisch. Hier brauche ich halt dieses verbesserte Glas. Aber wäre halt schon geil, Zombies zu haben. Braucht man denn für diese komische Wiederbelebungswerk? Hä? Geht das hier gar nicht? Was ist das hier drüben? Nebenwelt, der Britsche, Truhe. Hä, wo baue ich das denn? Da habe ich das Licht. Ach so, vielleicht muss ich es auch erst erforschen. Ist das hier irgendwo? Vielleicht da? Ah, ja, da Auferstehungstisch. Dann nehmen wir das doch jetzt mal glatt mit. Lager. Logistik. Nehmen wir auch mit. Klingt doch ganz gut. So, geht's jetzt? Ah, vier Holzplanken und vier Scharniere. Und der andere sollte irgendwo, einer sollte wohl irgendwo rumliegen. Mal, wo das sein könnte. Ah, scheint hier zu sein. Muss der Ort sein, von dem Gunther gesprochen hat. Ich sollte diesen Zombie suchen.
Ah, oh, ich glaube, das ist er. Erstmal mit dem Bau des Sägewerks beginnen. Ja, muss ich das dann auch erst wieder erforschen? Ah, ja, hier. Blaupause, Alchemie-Zersetzertisch. Alchemische Werkbank für Zombies. Nee, warte mal, das ist das nicht. Ist vielleicht, nee, hier? Zombie-Bergbau. Ah, hier. Brauche ich erst das. Also brauchen wir jetzt. Ah, hier ist auch diese Keramikschüssel. Gut, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal einen Haufen Glauben. Oder halt diese blauen Punkte. Wo war denn nochmal das verbesserte Glas? War hier. Auch mal die beiden. Das wird ja auch. Handeln. Wohlsam. Warte mal, wie viele haben wir denn noch? Zwei. Brauchen wir davon zwei. Rübensamen. Davon drei. Ja, ich weiß, dass es wieder eine Leiche gibt. Wir uns erstmal um die beiden.
So. Ja, komm, 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 reich. Ah, guck. Wie viele Flugblätter haben wir jetzt eigentlich? Weil, glaube, ja, das war der Tag, wo der Typ die Flugblätter haben will. 5. Na super. Müssen wir uns auf jeden Fall noch mal kurz schlafen legen, dass wir die restlichen 5 machen können. Das sollte reichen. Aber das muss reichen. So, jetzt gehen wir erstmal zum Hexenhügel. Bringen die Flugblätter weg. Ja, die blauen Punkte sind tatsächlich aktuell ein großes Problem, weil mir die Ressource am meisten fehlt. Aber ich habe auch jetzt keinen Plan, wie ich die grinden soll, also wirklich viel farmen soll, außer dass ich sie kaufe. Und dafür habe ich aktuell nicht wirklich die Kohle. Jeder wird von der Unvermeidbarkeit des wahren Glaubens erfahren. Auftrag beendet. Wie dem auch sei, ich hatte für heute eine Verbrennung geplant. Die Hexe ist zu schwach geworden und eine tote Hexe zu verbrennen ist langweilig. Bleibt doch, schauen wir uns das zusammen an. Diese Show habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, und ich bekomme Hunger. Gehen wir. Mein Fan kommt wohl nicht so gut bei den Leuten an. Vor 5 Jahren war der Platz hier zum Bersten voll mit Zuschauern. Ganze Familien kamen, um zuzusehen. Heute finden das alle langweilig, nur mein heiliger Zorn hält die Inquisition am Leben. Sogar unsere Inquisitionswachen haben schon einen Monat lang keine neue Hexe mehr auftreiben können. Vielleicht liegt das an der Wasserknappheit, aber es ist bestimmt nur mangelnde Motivation. Da wir gerade von Motivation reden, weißt du eigentlich, wie man Wein anbaut? Ich habe viele unentdeckte Talente. Gut, dann habe ich eine wichtige Aufgabe für dich. Und dieses Mal redest du dich nicht raus. Außerdem wird das sehr profitabel für dich. Ich bin ganz Ohr. Ich gewähre dir die Erlaubnis, am östlichen Hang des Hexenhügels Wein anzubauen. Aber ich dachte, das Land hier gehört zum Dorf, nicht zur Inquisition. Nein, dieser Weinberg gehört meiner Familie schon seit vielen Generationen. Ich lebte einst mit meiner Frau und meinem Sohn hier. Wo sind sie jetzt? Sie sind tot, beim großen Knall umgekommen. Hexen, ich hasse sie. Das tut mir leid. Jetzt ist nicht die Zeit zum Sentimentalen. Sentimental zu werden. Bau Wein an, werde Winzer. Bring mir den Wein, das wird die Wachen motivieren und zu neuen Höchstleistungen antreiben.
Glaub mir, wenn sie betrunken sind, dann finden sie bestimmt jeden Tag eine neue Hexe. Und wenn wir genug Hexen bekommen, dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir die Verbrennung noch unterhaltsamer gestalten. Ich habe da ein paar Ideen, bei denen ich deine Meinung brauche. So, jetzt gehen wir noch rüber. Hier nicht auch irgendwo hören können, hier konnte man auch was herstellen. Naja, egal. So. Das da wird wohl noch ein bisschen dauern. Notizen. Ja, klar. Gut, aber jetzt legen wir den schlafen und dann mache ich, glaube ich, erstmal Schluss, weil wir uns müssen jetzt auch bald Essen geben. Vielleicht bin ich nachher nochmal mit was anderem am Start. Ich glaube nicht, dass ich jetzt heute nochmal Graveyard Keeper spielen werde. Aber vielleicht doch, ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber spätestens morgen gehe ich davon aus, werde ich wieder mit diesem Spiel online sein. Bis dahin würde ich mal sagen, viel Spaß euch.